Der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die zu Schädigungen der Lunge und der Leber führen kann. Bei gesunden Menschen sorgt das Protein dafür, dass die Lunge vor schädlichen Einflüssen wie Krankheitserregern oder Schadstoffen geschützt ist. Wird das Organ zum Beispiel von Erregern oder Keimen angegriffen, bilden sich dort sogenannte Elastasen, die die Eindringlinge zerstören. Allerdings können die Elastasen nicht unterscheiden, ob eine Zelle gut oder böse ist und greifen so auch gesundes Lungengewebe an. Hier hilft das Alpha-1-Antitrypsin. Das Eiweißmolekül wird in der Leber gebildet und von dort ins Blut abgegeben. In der Lunge angekommen, hindert es die Elastase daran, gesundes Gewebe zu zerstören. Menschen, die unter Alpha-1-Antitrypsin-Mangel leiden, produzieren ein fehlerhaftes Eiweiß, das seine Schutzfunktion in der Lunge nicht erfüllen kann. Unbehandelt wird die Lunge immer stärker geschädigt. Diese Manifestation der Erkrankung in der Lunge wurde bereits weitgehend wissenschaftlich untersucht. Doch auch die Leber ist bei einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel in Gefahr, denn das fehlerhafte Eiweiß reichert sich in der Leber an, verklumpt dort und führt zu einer Art Proteinverstopfung. Die Folge ist eine Vernarbung der Leber, die im schlimmsten Fall zu einer Leberzirrhose führen kann. Dieses Risiko für die Leber wird an der Uniklinik RWTH Aachen durch das Alpha-1-Team der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und internistische Intensivmedizin unter der Leitung von Universitätsprofessor Dr. Med. Pavel Strinnert und Dr. Med. Karim Hamisch seit 2015 untersucht. Das Team bildet den Kopf einer europaweiten Studiengruppe, die die verschiedenen Mutationen des Alpha-1-Antitrypsin-Gens und deren unterschiedliche Relevanz auf die Ausbildung einer Lebererkrankung erforscht. Der klassische schwere Alpha-1-Antitrypsin-Mangel passiert, wenn zwei Mutationen zusammenkommen, typischerweise sogenannte Z-Mutation. Diese kommt in etwa 1 von 3000 Patienten vor. Wenn man alle Mutationen zusammenzählt in Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, sind bis zu 10% der Europäer betroffen. Doch selbst die schweren Fälle des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels führen zunächst zu unspezifischen Beschwerden wie schleimiger Husten oder Luftnot und werden daher nur selten diagnostiziert. Bei vielen Patienten bleibt die Erkrankung auch ein Leben lang unerkannt. Die Patienten werden dann, wenn sie eine Lungenproblematik haben, und vielleicht mal geraucht haben, werden sie in der Richtung stigmatisiert oder wenn sie eine Lebererkrankung haben, dann wird vielleicht auch mal suggestiv gefragt, ob die Patienten auch Alkohol trinken und dann bekommt der Patient den entsprechenden Stempel. Bleibt die Multisystemerkrankung unbehandelt, werden in schweren Fällen die Lunge, die Leber und vermutlich auch andere Organe, wie beispielsweise die Haut, nach und nach geschädigt. Während es für die Lunge schon Therapiemöglichkeiten wie die Substitution mit Alpha-1-Antitrypsin aus Spenderblut gibt, ist die Erkrankung der Leber bis heute unheilbar. Bei der Leber gibt es keine wirklich zugelassene Therapie bisher. Um den Mangel wirklich ursächlich zu beheben, eignet sich nur eine Lebertransplantation. Und wir würden natürlich gerne dazu beitragen, dass es andere Therapien gibt, um die Leberbeteiligung zu behandeln. Seit 2015 geht das Team der Uniklinik RWTH Aachen dieser Leberbeteiligung beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel auf den Grund. Aus einer kleinen lokalen Studie entwickelte sich nach und nach etwas Großes. Wir haben uns an die Patienten-Selbsthilfegruppe Alpha-1 Deutschland gewandt und waren dann bei der ersten Patiententagung, haben dort die Patienten untersucht. Also wir haben im Prinzip unsere Gerätschaften ins Auto gepackt, haben Materialien für die Blutabnahme mitgenommen, wir haben einen Fragebogen entwickelt und waren dann mit einem recht kleinen Team da, waren überwältigt vom Interesse der Patienten und haben darauf aufbauend dann verschiedene Selbsthilfegruppen vor Ort besucht. Und weil es in Deutschland doch recht gut lief und das Interesse sehr groß war und auch Patientenvertreter aus anderen Ländern, die gehört haben, was wir in Deutschland denn so machen, die haben Interesse bekundet. Heute sind wir ganz froh, dass 11 Länder aktiv mitmachen. In jedem Land gibt es dabei mindestens ein Zentrum, das aktiv Patienten untersuchen, auch für die Patienten vor Ort zur Verfügung steht. Europaweit wurden bis heute rund 1500 Patienten mit einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel unterschiedlicher Ausprägung untersucht. Darunter auch 550 Studienteilnehmer, die den besonders schwerwiegenden ZZ-Genotyp besitzen. Die Daten werden dabei in Aachen gesammelt und ausgewertet. Hier ist quasi die Zentrale, wo alles zusammenläuft. Und wir haben eine von der RWTH errichtete Online-Plattform, die sehr sicher ist, wo einfach die klinischen Daten, die in den Fragebögen erhoben werden, zentral gesammelt werden, wo die Kooperationspartner zugreifen können und wo dann nachher alles mit ausgewertet werden kann.
Und so versuchen wir quasi das Netz weiter auszudehnen, sodass letztlich jeder Alpha-1-Patient in Europa möglichst in der Nähe jemanden findet, der sich mit der Leberbetäubung bei dieser Erkrankung auskennt. Früherkennung ist auch beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ein wesentlicher Teil der Prävention. Denn frühzeitig erkannt, lassen sich schwerwiegende Schädigungen in den meisten Fällen verhindern. Dadurch, dass man halt diese Ablagerung in der Leber hat, ist man anfälliger für Stressfaktoren der Leber, wie der Alkoholkonsum, was jeder kennt, aber auch Übergewicht oder die Zuckerkrankheit, also der Diabetes, können dazu führen, dass man sehr viel schneller eine Leberproblematik entwickelt. Das heißt auf der anderen Seite aber auch das Positive, wenn man als jemand, der dieses Gen trägt, gesund lebt, moderat Alkohol trinkt, sich gesund ernährt, Sport macht und so weiter, dann ist die Chance, dass man niemals im Leben eine Leberproblematik entwickelt, recht hoch. In den vergangenen 5 Jahren wurden bereits wichtige Erkenntnisse gesammelt. Das Ziel des Teams ist klar umrissen. Schön wäre es, wenn wir in der Leber eingreifen, da wo das Problem eigentlich entsteht. Dafür müssen wir verstehen, was da genau passiert. Und im Moment gibt es einige Therapiestudien, die einen recht innovativen Ansatz haben, wo wir federführend in Europa das Ganze koordinieren, wo wir einigen Zulauf von Patienten haben und wir hoffen, dass wir in einigen Jahren den Patienten mit neuen wissenschaftlichen Daten helfen können.